herzlich willkommen bei Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knoth und ich baue Häuser mit Seele. Und heute sind wir noch einmal bei Lukas und Sarah zu Gast, die ja ihr Haus in Eigenregie bauen. Und heute habe ich am Telefon die Sarah, denn wir wollen darüber berichten, wie es uns ergangen ist beim Suchen eines Erdbauers. Wir waren ja auch fündig, oder besser gesagt, Sarah hatte 38 waren das, Sarah, ne? 38 mhm. Stück ungefähr? Ich glaube sowas, ja. Ja, hat ja 38 angefragt und sage und schreibe, wir haben ein Angebot gekriegt. War das richtig? Ja, genau. Ja, ein Angebot und wir haben gesagt, ja, wir brauchen ja eigentlich nur eins. Und dann haben wir uns bei dem Erdbauer getroffen, was ein Ortsansässiger ist und der eine sehr hohe Kompetenz aufweist und auch die meisten Grundstücke in diesem Baugebiet bereits abgearbeitet hat, sodass wir davon ausgehen, er hat die meiste Ahnung. Und das hat sich auch so herauskristallisiert. Aber wir haben natürlich einen ganzen Aufgabenkatalog gehabt oder bekommen, wo wir anschließend dachten, oh Gott, wir können gar nicht bauen, oder? Ja. Ich weiß nicht. So ungefähr war es, oder, Sarah? Aber der Schock war groß. Also das hat ein paar Tage gedauert, um das zu verarbeiten wieder. Ja. Also da habe ich ja echt gedacht, oh Gott, das klappt nie im Leben. Und mir ging es genauso. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und denke, nee, wie willst du denn das auf die Reihe kriegen? Man muss das natürlich auch mal den Zuhörern sagen. Wir wollen im Juni anfangen zu bauen. Wir sind sehr, sehr, sehr sportlich. Sarah, wann haben wir uns kennengelernt? Ende Januar. Also es ist wirklich extrem sportlich, aber Sarah und Lukas haben im August Urlaub, wo sie ihre Eigenleistung machen wollen und wir müssen im Juni anfangen und das wird alles so und so eng sportlich und naja, dann hatten wir jedenfalls unseren Schock weg an dem Nachmittag nach dem Gespräch und haben dann aber gesagt, wir bewahren mal kühlen Kopf und kühlen Verstand und haben ein bisschen Zeit setzen lassen und dann haben wir das Ganze in Angriff genommen. Ich möchte euch mal kurz sagen, was die Probleme waren. Also, wir haben eine Stützmauer zum Abfang der Porch gebaut und der Unternehmer hatte Bedenken, dass es durch einen Hang eine Unterspülung gibt und dass er praktisch keine Stützmauer möchte, sondern er möchte es lieber unterfüttert haben mit Frostschutzkies. Dann haben wir zwischen Carport und dem Haupthaus nur 1,20 Meter Platz, um alle Versorgungsrohre für das Haus zu installieren. Unter anderem soll die Fernwärme, das Wasser und der Strom da durchgeben. Und er hatte seine Zweifel, dass die Fernwärme so genehmigt wird. Er denkt nie und nimmer. Nahwärme haben wir doch. Oh, Entschuldigung, Nahwärme, ja. Das ist für mich Fernwärme, aber es ist ja Nahwärme, weil das steht ja genau neben euch. Das Kraftwerk, sagen wir mal so. Genau. Das Kraftwerk, ja. Dann hatten wir das Problem, dass das Wasser so, laut seiner Ansicht so nicht vom Wasseramt genehmigt wird, weil es zu dicht am Haus vorbeigeht. Dann denkt er, dass die Stützfundamente, die für den Carport gebraucht werden, 3 Wochen Wartezeit haben und die Bodenplatte, die dazugehört, 3 Wochen Wartezeit haben, ehe man überhaupt verfüllen kann. Dann geht die Treppe nicht, die wir so schön zwischen den Häusern geplant haben, über die Fernwärme zu verlegen und auch nicht übers Wasser. Und dann haben wir noch keine Baugenehmigung und da denkt er, dass es doch viel länger dauern wird, als wir das annehmen. Wir hatten so 4 Wochen im Gedanken und hatte da seine Bedenken von dem Ganzen geäußert. Und wir wollten natürlich jetzt im Juni beginnen und er sagte, das geht halt gar nicht. So, und dann haben wir einen Schlachtplan gemacht mit der Sarah. Und ich bin dann 14 Tage später war das, glaube ich, Sarah. Ja, zu dir gekommen. Ja. Genau. Und dann sind wir Schritt für Schritt, wir erzählen euch das, damit ihr, wenn ihr mal vor so einem Problem steht, also dass
dass euch Leute, dritte Leute von außen sagen oder Handwerker sagen, dass irgendetwas gar nicht geht, dann erstmal die Ruhe zu bewahren und einfach mal durchzuatmen, einen klaren Verstand zu bekommen und dann Schritt für Schritt einfach alles abarbeiten. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, das ging um die Stützwände des Carports. Und da war Sarah tätig und hat jemand ausfindig gemacht. Erzähl mal, Sarah. Genau, also da habe ich auch einen ganz bekannten Bauunternehmer gefunden, der auch für eine Kollegin und so für mehrere Bekannte schon was gemacht hat und die sehr zufrieden waren mit der Arbeit, der auch sehr lösungsorientiert war, haben wir uns dann am Grundstück getroffen mit dem. Und ja, der hatte dann auch tolle Ideen. Also für mich ist das ja alles nur Bahnhof und Fachsprache und ich habe dann nur die Hälfte verstanden, wo ihr euch alle unterhalten habt. Aber ja, er hat eine Lösung gefunden. Genau. Die Lösung war da. Und dann mussten wir das Ganze noch prüfen lassen vom Statiker. Das habe ich noch einen Tag später in Windeseile gemacht, weil wir die Pläne entsprechend ändern mussten. Habe den Statiker hinzugenommen und wir sind dann auf Schalbetonsteine gekommen mit Eisenbewehrung und die können sofort wieder angefüllt werden, vielleicht nach ein oder zwei Tagen Wartezeit. Und in dieser Zeit kann ja praktisch draußen die Entwässerung gemacht werden und die Zisterne, und das ist ja genug zu tun. Und dann ging's weiter. Da haben wir schon 3 Wochen gespart wieder. Genau, da waren schon 3 Wochen weg. Die ersten 3 Wochen waren gestrichen. Dann ging es weiter. Dann war das nächste, das war die Nahwärme. Nahwärme, genau. Da waren wir bei dem Nahwärmeanbieter, auch ein sehr netter Herr, der sehr ganz spontan eben uns auch reingelassen hat. Und, wir waren nicht angemeldet. Nein, das war ja alles spontan an dem Tag. Und der war auch offen, hat gesagt, er sieht da jetzt kein Problem von der Tiefe der Leitungen und hat dann auch mit jemandem in Nürnberg telefoniert, der, für was war der zu, für den Strom? Also, ich glaube, dem gehörte das Nahwärmewerk oder das war der Versorger. Das klar, das war von der Strabag der Versorger. Genau, ja, stimmt, genau. Der das letzte Okay geben musste. Genau, und für den war das dann auch in Ordnung. Also da haben wir den Posten 1 schon mal geklärt, sozusagen. Dann sind wir zum Wasserwerk. Genau, ja, genau, dahin gefahren. Der war auch sehr nett und wollte uns Auskunft geben, aber der Kollege, der sich eigentlich auskannte, war dann nicht im Haus und ja, irgendwie hat es dann da nicht so funktioniert und hat uns aber dann netterweise uns die Adresse gegeben, wo der gerade selber auf der Baustelle war, der Kollege. Und dann sind wir mit den Plänen zur Baustelle gefahren und haben den Herrn dann dort aufgenommen, also zu einer anderen Baustelle. Und wir haben ihn vom Bagger geholt. Genau. Und der war dann auch einverstanden mit unserem Plan. Genau. Und danach sind wir dann noch zum Bauamt gefahren und haben das eben ihnen präsentiert und haben nachgefragt, wie das denn ausschaut, wie lange sie denn zur Bearbeitung brauchen. Und die haben gemeint, naja, maximal 4 Wochen. Ja. Und das ist ja schon gewesen. Also abgegeben habe ich es schon letzte Woche, den Bauantrag. Und da waren sie auch sehr begeistert von der tollen Planung und wir vollständig und ausführlich und ja. Super. Haben sie angetan, ja. Ja, und so haben wir zwar einen Tag unseres Lebens geopfert, genau. Aber wir haben alles geklärt. Alles geklärt. Und also ich möchte sagen, das ist nur dadurch in der Geschwindigkeit zu klären gewesen, durch das wir alle abgefahren sind. Also ja. Wenn wir das hätten schriftlich gemacht oder mit Anfragen, also wir haben ja vorher schon immer Anfragen gemacht und ist ja nie eine Antwort gekommen und man ist immer im Dunkeln rumgetappt, also dann wäre es nicht geworden. Ja, das stimmt. Ja. Also, wenn man dann vor Ihnen steht, da können Sie ja nicht sagen, nee, geht jetzt gerade schlecht. Und Sie sind alle hilfsbereit. Ja, total, also wirklich ganz positive Begegnungen. Ja, also und auch bei allen samt. Ja, und so haben wir das gelöst und so hoffen wir, dass wir jetzt am Anfang Juni beginnen können. Ja. wir geben uns große Mühe, dass wir das schaffen. Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden. Genau. Ja, okay. Danke, Sarah, für den Bericht. Das interessiert und freut sicherlich alle. Und ich danke allen Zuhörern, dass sie dabei waren. Und gerne, wenn ihr Fragen habt an Sarah oder an mich, schreibt es uns einfach unten
in die Kommentare rein und am besten ihr abonniert den Podcast und seid bei allen spannenden Geschichten dabei. Und na klar, ich freue mich auch, wenn ihr eine Bewertung abgibt, und ich danke dir und euch fürs Zuhören und wünsche das Beste und bis bald. Tschüss.